So wünscht man sich das. Dass die Tiere so zu einem finden, hier ist alles voll. Aber erstmal zu euch da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist für mich ein ganz besonderer Tag. Zum einen ja, wird heute ein ausführlicher Gartenrundgang dran sein, soweit die Kräfte das zulassen. Und ja, wollen wir mal schauen, hier schwirren so viele Tierchen um mir herum. Das ist echt der Hammer. Ich sag ja, Minze ausblühen lassen, stehen lassen, ausblühen lassen. Und darf sich gerne breit machen bei mir. Ich bin froh, dass ich dieses Jahr hier keine Tomaten drin habe. Hui! Ach, wird schön. Ja, sollen wir rumgehen? Also wird sehr detailreich, wird anders als sonst. Vielleicht kommt ein bisschen Musikuntermalung dazu. Mal schauen, das entscheide ich zu Hause spontan. Kurz noch was snacken, damit ich ein bisschen Power kriege. Das ist übrigens der Palmkohl, der durchgekommen ist, aus dem letzten Jahr. Echt der Oberhammer. Ja, sollen wir hier mal starten? Starten wir hier mal. Und zwar, hier ist der Palmkohl, der ist nochmal gekommen. Das ist jetzt auch das erste Blatt, was ich gegessen habe, muss ich sagen. Und das, was hier los ist, ist einfach wunderschön, ey. Guckt euch das an. Wenn da nicht was los ist. Wow. Totale Freude und das, was ich gebrauchen kann. Bin natürlich wieder mal im Garten, um Kraft zu tanken, ähnlich wie beim letzten Mal. Und werde mit euch jetzt ausgiebig schön durch den Garten tingeln. Heute werde ich auch nicht auf die Zeit achten. Ich schalte das jetzt ab, egal wie lang dieses Video geht. Und wenn es 2 Stunden sind, ich werde das genauso veröffentlichen. Ich denke, es gibt jede Menge zu zeigen. Und hier sei schon mal angemerkt, dass ich an der einen oder anderen Stelle im Garten natürlich auch Ereignisse habe, die ich euch mitteilen möchte, wo es darum geht, dass irgendwas auch nicht funktioniert hat, dass irgendwas weggefuttert wurde, wie auch immer. Das werde ich euch auf jeden Fall auch zeigen. Und ja, jetzt wollen wir hier hinten mal raus und ein bisschen rumtingeln. So, wenn wir hier mal lang tingeln, ich mache heute auch ohne Mikro, alles so mit dem Handy, kennt ihr ja schon. Mal so, mal so. So, und das, was ihr hier seht, ist eigentlich schon das erste, was mal mehr, mal weniger funktioniert hat. Das Beet hatte Flo ja angelegt, er hat auch so den Stand der Dinge gar nicht mitgekriegt. Ja, aber dennoch, da Kohlrabi kann sich sehen lassen, meine Hand mal daneben. Ich habe große Hände, könnt ihr so ein bisschen den Vergleich sehen. Aber ihr könnt sehen, das wird überall angeknabbert, da vorne auch überall. Und hier waren eigentlich Erbsen ausgesät und davon sind eine Pflanze, Knusper, Knusper, zwei, ach, ne, muss ich nicht weiter erklären, spricht für sich. Entweder weggefuttert oder einfach nicht gekeimt. Keimrate war da auf jeden Fall nicht so toll. Ja, ja und dann hier auch überall weggefuttert. Wir haben ja schon so ein bisschen Verdacht Hase und so. Mein Gartentor ist ja groß genug. Da werde ich natürlich, natürlich ein bisschen begrenzen, dass ich natürlich dann nicht immer den Kohl aufgeben muss. Das war dieses Jahr sehr extrem. Und dieses Jahr, die Stelle, die ist so schön. Ich stand da gerade schon vor und habe geschnüffelt. Oh, guckt euch die Ringelblumen an, wie groß die geworden sind. Flo, die haben wir eingepflanzt. Hier hatten wir nämlich ausgedünnt und dann so ein paar Pflänzchen über gewesen. Jetzt gehen die richtig ab. Echt richtig schön. Ja, und hier haben wir die rote Gartenmelde. Und die geht jetzt so langsam in Richtung Saatgut und darf sich hier wieder verteilen. Nächstes Jahr werde ich noch ein paar mehr stehen lassen, weil die wurden richtig beerntet. Alles, was da war, immer weggefuttert. Und zum Naschen ist die sowieso perfekt. Ja, so sieht das hier aus. So, und Erdbeerpflänzchen, die sind irgendwie noch da und haben sich ein bisschen breit gemacht. Die will ich auch stehen lassen natürlich. Und alles, was ich hier so selbst aussahmt oder von mir ausgesahmt wird, das wächst dann nächstes Jahr irgendwo raus und alles zusammen wird sich dann irgendwie ergeben. Ja, richtig schön. So, könnt sehen, keine Tomatenpflänzchen mehr da. Braunfolie hier natürlich nach so viel Regen, den wir noch hatten bis gestern. Ja, das war natürlich auch zwischendurch schon so weit, dass ich die alle rausziehen musste und an anderer Stelle entsorgen, damit vielleicht irgendwas noch übrig bleibt. Hier an der Stelle allerdings nichts mehr. So, zu den anderen Tomaten kommen auch gleich noch. Ja, und hier haben wir Rotkohl und der wird immer größer. Ich bin sehr zufrieden, mega gut an verschiedenen Stellen.
in diesem kleinen Holzkasten. So ein bisschen verteilt und auch unterschiedliche Größen, wobei man mit der sagen muss, die stand hier so zwischen den Tomaten. Tomaten waren dann hier auch bei und die Pflanze wuchs auch viel schneller als gedacht. Ja, spricht für sich. Der erste Rotkohl in meinem Garten, davon habe ich bisher noch nichts durchgekriegt. Ist meistens bei der Anzucht schon gescheitert. Ja, die Pflanze hier, der gute Boric, die meisten von euch kennen das, aber da muss man immer aufpassen, dass da nicht Bienchen drunter sind. Bin ich mal, das ist es. Danke fürs Vorführen. Ja, eine Boric-Pflanze, super schön. Ja, hier kann ich gar nicht so reingehen. Ist so dicht gewachsen. Ich hatte vor kurzem, genau an dieser Stelle, habe ich mich verletzt. Ich habe mir die Sense in den Zeh gehauen und das war auch nicht ohne. Da bin ich aber ganz schnell nach hinten geflitzt. Erstmal am Stuhl gesessen, dachte ich, kipp um. Bin dann rüber in die Hängematte und habe ich auch 2-3 Stunden gebraucht, bis ich da rausgekommen bin, weil das war, Körper mochte nicht mehr und es war, der Kreislauf hat gesagt, hey, leg die mal lieber hin, ist besser für dich. Ja, aber dennoch, ich laufe wieder rum und im Zeh geht es auch so viel besser. Ich werde auch nicht auf Details eingehen, aber das ist letztendlich hier der Grund, warum es nicht weiterging. Da könnt ihr das sehen. Ja, überall war eigentlich schon gesenst, aber nach so viel Regen ist natürlich klar, dass es dann alles nachkommt. Ach, hier haben wir ja nochmal Rucola, ein paar Propeller. Hier die Blüten, kann man übrigens essen, wunderbar. Rucola-Blätter, später Rucola schmeckt übrigens, das ist mein Tipp, schmeckt sehr, sehr gut. Nicht der frische, also nicht der kleine, sondern der ältere hat einen ganz besonderen Geschmack, wie ich finde. Ja, und hier haben wir nichts mehr gemacht. Boah, hier ist es auch am Dichtwuchern. Krass. Ja, wollen wir hier mal reingehen? Ich musste den Gartenrundgang abbrechen. Am Gartenzaun, ich habe das vor, im Frühjahr, glaube ich, war das, ich weiß nicht mehr genau wann, mitgekriegt, dass ich hier schon Probleme hier in der Liegenschaft habe. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Verein projizieren sie es immer alle gleich. Ach, keine Ahnung. Ich bin hier einfach in den Jahren, wo ich hier bin, regelmäßig und das nimmt immer mehr zu. Gemobbt und diskriminiert worden. Ich komme nicht mehr klar, das ist, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin hier gekommen, um Kraft zu tanken, das ist hier mein Kraftort. Und auch wenn ich Videos drehe, dann schenkt mir das immer ganz viel Kraft und das tut mir gut, das ist gut für mich. Und ich bin ziemlich wackelig auf den Beinen gewesen und ich kann, glaube ich, erstmal, ich komme hier so schnell, glaube ich, nicht raus. Einige von euch da draußen wissen ja, dass ich schwerbehindert bin und einiges mit mir rumschleppe und ich mache halt das Beste draus und das, was ich hier mache, da wollte ich den Menschen da draußen Mut machen, die auch stark gehandicapt sind im Alltag, sich der Natur wieder zu nähern, weil sie einem so viel gibt, aber gegen Mobbing und Diskriminierung im Gartenzaun komme ich nicht gegen an. Und es ist... Das hat auch nichts damit zu tun, irgendwie über YouTube, dass irgendwie wegen YouTube, also dem, was ich hier mache, ein Problem hat und ich deswegen Diskriminierung erfahre. Nein, es ist einfach der normale Wahnsinn. Und sorry, aber ich, das geht zu weit. Das ist so grenzüberschreitend. Jedes Mal haut mich total um. Ich habe die letzten Tage kaum gegessen, kaum getrunken und hatte gehofft, halt hier irgendwie da wieder hochzukommen, mich da rauszukämpfen und ich werde auch weiter kämpfen, aber das jetzt, das killt mich für den Moment und das ist total, ich wünsche es keinem da draußen, aber es ist halt das Problem für die Schwerbehinderten in unserer Gesellschaft,
den man nicht ansieht, was sie haben, was an Trauma mitschleppen, was ein Leben lang beeinflusst. Die fallen halt insofern immer wieder, also ja, da geht so. Es ist einfach so, dass man so beurteilt nach dem, wie man aussieht. Und ich mache oft den Eindruck, als ob es mir sehr gut geht. Wurde vorhin auch auf der Straße angefangen, oh, du siehst besser aus als noch im Winter. Als ich war eine Zeit lang mit Gehstock unterwegs, weil ich nicht mal ohne Gehstock außer Haus gehen konnte. Das war, ja, ich weiß nicht mehr wann. Und die Person hat halt auch gedacht, mir geht's gut und jetzt bin ich hierher, um Kraft zu tanken, und es war einfach, es sieht in mir halt anders aus. Und gerade am Gartenzaun war das wieder so, dass jemand was von mir wollte, meine persönlichen Grenzen nicht respektiert hat, über diese Grenzen gegangen ist, mein Nein nicht akzeptiert hat, ein wiederholtes Nein nicht akzeptiert hat und dann noch dementsprechend ich auf über mein psychisches, was so hoch belastbar, und das ist zu viel, das geht nicht, und das zu grenzüberschreiten. Ich wünsche mir für diese Welt, dass das einfach mal sich dreht. Die Menschen haben das Menschsein verlernt, und viele Menschen haben das Menschsein verlernt, und es geht nur noch von oben herab, und Mobbing und Diskriminierung aus meiner Welt, ich kenne es eigentlich nicht anders, dass das passiert in meinem Leben, aber das, was gerade so im letzten Jahr hier war, davor gab es ja auch schon die eine oder andere Situation. Ich bin immer klärend, ich bin immer sehr gewissenhaft, ich bin immer zuvorkommend, freundlich, auch Leute, die blöd zu mir waren, habe ich freundlich gegrüßt. Ich versuche immer in der Liebe zu bleiben, ich versuche Probleme konstruktiv zu lösen, aber ich kriege keine Luft zum Atmen, es schlägt mich, es wirft mich immer zurück. Ich versuche immer aufzuholen, was da durch Flöten geht, und das trage ich jetzt schon so lange mit mir rum, dass ich jetzt, ich weiß nicht, wie ich das wegstecken soll, weil das jetzt, was einfach in normaler Gartenpflicht steht, dem kann ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr nachkommen. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Das ist einfach zu viel. Das ist, ich habe hier von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Man wurde mir zugehört, aber das ist alles einfach nichts wert. Es ist nichts wert, ein Wort ist nichts wert. Ich habe mich hier immer an alles auch halten wollen, und das, was passiert ist, einfach diskriminierend, unter aller Sau, unmenschlich. Und dementsprechend war ich gerade auch an meiner Grenze, das ist eskaliert am Gartenzaun. Ich bin auch laut geworden, bis ich laut werde, dauert das. Ich weiß nicht, ich werde mich da jetzt wieder rauskämpfen irgendwie, aber ob es hier weitergeht, das weiß ich nicht. Vielleicht war das das letzte Video hier. Ich weiß es nicht. Ich hätte so gern einen Gartenrundgang gedreht. Ich hätte so gern einen Gartenrundgang mit euch gedreht. Das ist gerade so schön. Und ich bin im Privaten zum Glück nicht allein. Es gibt echt wundervolle Menschen da draußen, ohne die es mich auch heute nicht mehr geben würde. Allein was im Winter los war, die anderen Situationen, die hier los waren. Wenn ich hier meine Ruhe hätte, ihr wisst, was ich kann. Ich weiß, was ich kann und was ich hier gewuppt habe und was auch weitergeht. Und das wäre auch gar kein Problem, wenn diese Diskriminierung, das Mobbing hier mal aufhören würde. Denn das betrifft nicht nur mich, das betrifft auch andere Menschen hier. Ich habe genug mitgekriegt. Das ist echt ekelhaft unmenschlich. Und es ist eigentlich so eine schöne Schrebergartenkolonie hier. Auch kulturell sehr unterschiedlich. Und ich habe hier so viele schöne Begegnungen und so viele tolle Menschen kennengelernt, und gewisse Leute sind auch nicht mehr hier aufgrund dessen, wie es hier ist. Und
Ich halte dieses Friede, Freude, Eierkuchen auch hier, ne, nicht von mir, von anderen, wie toll es doch hier ist, obwohl noch so viel anderes passiert. Das halte ich gerade irgendwie nicht aus. Ich werde jetzt irgendwie. Ich mache das nicht, um Aufmerksamkeit zu generieren für mich alleine irgendwie, sondern ich denke, dass das alles zu unserer Gesellschaft gehört und wir das miteinander teilen sollten, was uns bedrückt. Und weil es ein Teil unserer Gesellschaft ist und dieses Weggedrücke, dieses Nicht-Hingucken, dieses Ignorante, das ist nicht förderlich und führt auch letztendlich zu einer Situation gesellschaftlich, die also es wird ja irgendwann knallen. Man kriegt das ja schon alles mit, schon nicht erst seit heute. Und ich wünsche mir einfach so sehr, dass die Menschen aufeinander zugehen. Deswegen mache ich das hier mehr miteinander, mehr mit der Natur. Die kann uns so viel Kraft schenken. Und dieser letzte Ruheort, den ich hier hatte, der nur noch immer ab und zu sein konnte, ist es einfach nicht mehr. Und ich wünsche mir das zurück. Ich wünsch mir, dass hier Frieden einkehrt, dass ich meine Ruhe kriege und hier nicht so asozial behandelt werde. Es ist einfach menschlich unwürdig und auch überhaupt nicht tragbar, was hier abgeht. Das ist too much. Ich habe auch immer gesagt, also für alle, die nicht sch keinen Schrebergarten haben und die Möglichkeit haben zu gärtnern, denen es psychisch, gesundheitlich nicht gut geht, geht dahin, das wird euch gut tun. Das ist so, ich habe einfach diese Erfahrung gemacht, die ich immer teilen wollte und dass so viel möglich ist und man über die Naturallheilung erfährt und es funktioniert, aber es gibt halt Sachen von außen, die halt in die andere Richtung zehren und bei mir geht es immer hin und her und es wird hier bei uns wird es immer schlimmer und das ist gruselig. Das ist ich habe keine Worte mehr. Ich glaube, ich habe alles gesagt und ich schleppe so viel mehr mit mir rum, was ich gerne mit euch teilen würde. Aber ihr wisst ja, wie das ist mittlerweile, dass man nicht mehr über alles reden kann und deswegen ist es so, wie das ist. Einen gewissen Teil kann ich halt nicht mehr teilen und es ist eigentlich ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft. Weiß nicht, wie das lösbar sein soll hier. Das ist unmenschlich. Das ist unmenschlich. Kriege ich einen Hirnschlag oder so, echt. Oder einen Herzinfarkt. Ich hatte vor kurzem war es ja gefühlt schon fast so weit. Mein Gehirn hat konkrete Aussetzer gezeigt. Und das ist jetzt eine Weile her. Das war in diesem Jahr, vor ein paar Monaten. Und jetzt ist zum Glück ist es nicht so schlimm. Und ich werde auch diese Situation überstehen. Aber ob es hier weitergeht, weiß ich nicht. Irgendwie ist dieser Weg für mich versperrt, wie es aussieht, und es wartet ein anderer Weg für mich. Auf lange Sicht würde ich hier sowieso weg wollen. Ich denke, ich werde hier rausfliegen, wenn ich das nicht schaffe. Und wenn ich hier rausfliege, dann ist für mich auch
eine Gartenübergabe etc. nicht mehr möglich, weil ich einfach psychisch dazu nicht in der Lage bin, das zu wuppen, weil dann ist, wenn ich hier meinen Kraftort verliere, ich wünsche mir viel mehr Liebe für die Welt, viel mehr Mitgefühl, liebende Güte, miteinander. Und ich hatte vor ein paar Tagen tatsächlich die Hoffnung in einem Moment gänzlich verloren. Der Tag war schwierig. Habe aber Mut und Hoffnung wieder gewonnen und möchte irgendwie, ich werde weitermachen, gar keine Frage. Aber jetzt für den Moment ist es so, wie es ist und keine Ahnung, Videodrehen tut mir so gut, das ist so ein wichtiger Bestandteil, das ist Balsam für meine Seele, mit euch durch die Beete zu tingeln. Ich habe das Gefühl, ich habe euch alle dabei und es geht weiter irgendwie. Helft euch gegenseitig, schaut nicht weg. Wenn jemand Nein sagt, akzeptiert das Nein, seid nicht grenzüberschreitend. Es wahrt die Bedürfnisse und die Grenzen eurer Mitmenschen. Das wäre mir der größte Wunsch und den sende ich jetzt einfach mal ins Universum aus. Ich hoffe, dass sich das materialisiert, dass es Materie wird, dass es zwischen uns alles, ja, also ich weiß, dass auf der Welt, scheiße, habe ich gerade das Mikrofon die ganze Zeit zugehalten, was ich nie verloren habe, der Glaube an eine bessere Welt, die Frage ist, ob ich sie so noch miterleben werde. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und von daher glaube ich nicht, dass es wird werden. Irgendwann, ich wünsche mir das für die menschliche Zukunft, unser Zusammenleben auf diesem Planeten, dass sich das dass die Welt besser wird. Ich teile diese Momente sehr selten. Ich wurde oft dafür verurteilt auf YouTube. Die Leute verstehen das nicht. Die denken, ich habe hier keine Werbung, ich verdiene damit kein Geld und ich will auch nicht berühmt werden. Ich bin kein Guru, nichts dergleichen. Ich bin Mensch wie du. Wie du, alle, die ihr da draußen seid. Und das gehört zu unserer Gesellschaft und wir sollten nicht wegsehen, sondern füreinander da sein. Und das geht nur, wenn man die Grenzen des anderen Mitmenschen, der anderen Mitmenschen wahrt und aufeinander zugeht, im Kleinen, in kleinen Schritten vielleicht, Step by Step, anders geht das nicht. Und so ist es, wird schon irgendwie weitergehen. Solche alte Glaubenssätze wird schon irgendwie weitergehen. Schenken mir nun nicht wirklich Kraft, aber so wird es dann wohl sein. Bleibt in der Liebe. Ich werde mich wieder melden. Ich hoffe zeitnah, weil ich mich da rauskämpfen konnte. Ich habe verschiedenste Bewältigungsstrategien, die mir dabei helfen. Und ich werde es sicherlich diesmal auch wieder wuppen und dann geht's weiter. Wenn ihr das Video seht, sowieso. Also da muss ich. Mir muss niemand irgendwen schicken oder hier. Ich hab Menschen um mich rum. Ich bin nicht alleine und ich bin nicht am Aufgeben, sondern ich bin Kämpfer und ich werde das weiter durchstehen. Ich träume von einem eigenen Hof, auf dem ich leben kann, nicht alleine. Mit meiner Gefährtin. Und ich hoffe, dass es eines Tages so sein wird, dass ich vielleicht in noch einer solidarischen Gemeinschaft mit anderen Menschen, also nicht, dass man zusammen sich versorgt, füreinander da ist,
Wir haben alle unsere Talente und Fähigkeiten und da steckt so viel Potenzial drin und es gibt schon überall auf der Welt und das darf gerne mehr werden und vielleicht darf ich irgendwann mit dem, was ich mitbringe, ein Teil dessen sein und so akzeptiert werden, wie ich bin, mit meinen Handicaps und ich werde von vielen Menschen schon akzeptiert und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und ich hoffe, dass ich das eines Tages erleben darf. Alles, was wir haben, ist im Grunde genommen dieser Moment, der ist unglaublich wertvoll. Alles, was wir haben, wir wissen nicht, ob es für uns einen Morgen gibt. Wir wissen nicht, wie alt wir werden. Wir wissen nicht, wie weit es geht. Lass uns viel zu sehr von Vergangenheit und Zukunft im Hier und Jetzt beeinflussen. Davon spreche ich mich nicht frei. Ich bin genauso wie jeder andere davon tangiert und mache das Beste draus. Und ich ich habe den Faden verloren. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Bleibt in der Liebe, ich bin jetzt raus.